Willkommen zurück in der Krypta. Hier sind wir, weil Omi uns drum gebeten hat. Nicht die tolle Omi. Und wir wollen mal gucken, warum wir überhaupt hier sind. Also ich glaube, es hat ja mehr damit zu tun, dass wir... Na, oh, ich kann nicht. Hier finden wir doch sicherlich auch noch irgendwas. Geh weg. Geh kaputt. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich glaube, ich sterbe doch nicht. Ah, geh weg. Ich muss mal rum. Ich glaube, ich darf... Mann! Es fängt ja gut an hier. Nein! Geh weg! Boah! Darf ich wieder speichern? Ich möchte speichern. Ich speichere da. Ah, ich habe schon wieder Angst. Hey, wir haben gleich den richtigen Weg genommen. Cool. Aber ich glaube, wir müssen nochmal den anderen Weg nehmen. Bestimmt gibt es hier irgendein... Ach, guck mal, man kommt hier nicht seitlich. Das gibt es ja wohl nicht. Bestimmt gibt es hier irgendwo einen Schalter und ein Vieh. Irgendwas, was wir noch nicht so haben. Oder nicht betätigt haben. Oder. Ist mal gleich den richtigen Weg gegangen. Gibt es ja wohl nicht. Oh, aber ich will erstmal da hinten hin. Ja, Omi hat uns gebeten, die Geister hier... Entgiftungskraut? Die Geister hier, was sagt man? Zu töten? Stimmt ja nicht, ne? Die exhumierten Geister wieder zu inhumieren. Die sollen abhauen, damit sie wieder schlafen kann. Auf ihrem fülligen Busen, den sie ja hat. Nein, falsche Richtung. Gehen wir zurück und versuchen mal den anderen Weg. Bestimmt ist da wieder so ein Saugervieh. Die sind hier besonders nett. Eine Fackel. Geht's hier irgendwo lang? Nö. Da. Dort. Hier. Hä? Ah. Wow. Achso, ich dachte, das geht wieder zu. Naja. Wow. Na? Nein, nein, nein. Das ist nicht nett. Sowas tut man nicht. Habt ihr das nicht gelernt? Ich glaube, ich will einen Heiltrank nehmen. Ich glaube, ich will zwei. Heiltränke sind meine Lieblingsgegenstände. Und Geld. Geld und Heiltränke. Die Musik ist so dramatisch. Mein Gott. Klack. Oh no. Oh no. Was ist das? Oh no. Oh no. Ich hab. Oh. Ich glaube, ich hab verstanden, worum es geht. Habt ihr die Uhr gehört? Ja. Das macht jetzt auch wieder Ticketitack. Welche ist jetzt aufgegangen? Aha. Aha. Okay, hier war auch nochmal so ein Ding. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh! Verdammt nochmal! Aber welche muss ich doppelt nehmen? Oh, so ein Mist. Wo ist hier der? Da. Mist. Schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's. Ich schaff's. Aua! Manu! Was ist denn das? Oh nein, ich bin vergiftet. Njam, njam, njam. Okay, jetzt bin ich hier. Und was mache ich hier? Musste ich durch... Ah, sehr gut. Ich muss nicht durch beide. Ich muss nur durch eins. Geschafft. Ja, da speichern wir doch wieder. Das ist meine Lieblingssache hier. Speichern. Sonst müssen wir den ganzen Schmuh nochmal machen. Und das möchte ich nicht. Und ihr auch nicht. Wah. Schmeißen die mit ihren Gliedmaßen? Oder mit Kaka? Oder was ist das, was du da schmeißt? Bandagenrollen? Aua. Oh, jetzt bin ich verwundet und vergiftet. Kleiner Kombitrank. Nee. Entgiftungstrank. Oh, davon haben wir nicht mehr viel. Entgiftet. Hä, ich habe doch den Entgiftungstrank genommen. Wieso? Wieso? Ich dachte, ich habe den genommen, oder? Und warum bin ich nicht entgiftet? So ein bisschen entschlackt.
Toll. Dann sterbe ich jetzt. Und... Oh. Und zwar einfach so. Oh, oh, oh. Oh, das Bild hat sich schon wieder klein gestellt. Ich hasse das. Wie mache ich das denn immer nur? Dieses kleine Stellen. Bin ich das? Oh, aber wir sind entgiftet. Guckt mal. Schön. Immerhin. Ja. Wie lange brauchen wir denn noch? Oh, guck mal. Wir haben noch total viel Prozente über. Na, da werden wir demnächst erstmal nicht so schnell aufsteigen. Kann ich hier nicht irgendwie hoch? Ja. Oh. Und da bin ich rübergefallen. Boah, ob das geplant war, ich weiß nicht. Ey. Ey, los, spring. Oder habe ich da hinten irgendwas übersehen? Ich übersehe doch immer irgendwas. Okay, wo genau muss ich wohin? Oh, ich glaube, ich habe da was gesehen. Ist das nicht was zum Ziehen? Ja. Perfekt. Okay, komm. Das müssen wir noch ein bisschen nach vorne ziehen. Drücken, meine ich. Schieben. Manu. Los, genau. Komm, da braucht man nicht punktgenau, oder? Und wir sind jetzt auf der anderen Seite. Warum, weiß ich nicht. Weil wir einfach wollen. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Nein. Warum? Ich finde das nicht gut. Ich glaube, ich will speichern. Das finde ich überhaupt nicht gut. Speicher. Los. Oh. Oh Mann, ey. Ach, los. Au, ach. Kommi! Los! Gleich geschafft. Kleiner Mana-Trank. Braucht doch keiner. So. Ho! Ho, 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 ho. Was steht denn da? Halte deine Augen offen, präge dir das Geschehene gut ein. Die meinen das wohl. Okay. Hier. Und eine Lücke. Ein Schlüssel! Yes! Oben war doch ein Schloss, nicht wahr? Oh, die Musik. Hier sind bestimmt wieder Viecher. Oh, gib mir. Ich will. Nimm. Los. Warum nicht? Warum geht das nicht? Ist doch aufgeladen. Warum kann ich das nicht nehmen? Mann, oh. Sag mal, waren wir hier nicht schon mal? Ja, stimmt. Hier waren wir doch schon mal. Durchgang, Durchgang, Durchgang. Das ist super hilfreich. Sag doch lieber, wo der Durchgang hingeht. Das ist so. Ja. Okay, ich habe mir das Gesehene eingeprägt. Aha. Ach, warte, ich will es noch... Ach nee, ich habe es mir eingeprägt. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Da, da, da. Ach so, ja, stimmt. Ich habe den Schlüssel. Sowas. Ich höre was. Viehzeug. Viehzeug? Ach nee, das war nur wieder mal im Sound selber. So. Ich habe es mir eingeprägt. Und los. Na. 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 Schaffst du es? Melvin, bitte. Manu. Gut, dann machen wir erstmal die. Wenn er nicht will, dann machen wir es halt so rum. Ach so. Ich muss also auch noch mit... Es muss auch noch kompliziert gemacht sein. So. Ja. Vielen Dank. Und jetzt kann ich den ziehen. Hi! Gut, das war jetzt nicht so schwer, oder? Und was steht da? Male das Geprägte auf den Boden. Vergiss nicht, was du gesehen. Aha. Habe ich nicht. Aber gleich werde ich es wieder vergessen haben, weil das ist ja unwichtig. Eine unwichtige Info. Oh. Ich rieche, dass bald ein Endgegner kommt. Hasse euch. Ihr nervt voll.
Warum sind Mumien auch immer so dreckig, dass sie einen gleich vergiften müssen? Ich hatte gerade eine Fliege vor dem Gesicht. Hier ist doch bestimmt noch irgendein Vieh. Oder? Ja, ich sehe sie doch. Komm, steh auf. Ja. Na. So nicht, mein Freund. So nicht. Was steht jetzt hier? Was könnte dir den Weg weisen? Ein Kompass. Eine Karte. Deine Oma. Was könnte mir den Weg weisen? Das da vielleicht? Ach, ist das eine Windrose? Nee, ach, keine Ahnung. Ja, aufgeladen, aufgeladen, fühle ich mich viel besser. Ich speichere hier um der Ecke, weil da wieder Viehkram ist. So. Ach, ich könnte ja mal einmal einen Mana-Trank nehmen, oder? Und mal hier den ekelhaften Vieh. Pam! Oh, das hat ja gut geholfen. Ja! Tot! Tot allen Mumien! Und was auch immer das andere ist. Nachtma oder so. Zwei! Drei! Vier! Na, ich bleib bei drei. Aua! Hör auf, mit deinen Gliedmaßen zu werfen. Das ist doch widerlich. Deine ungewaschenen Füße will hier keiner sehen. So. Hier geht's wieder durch. Ich sehe nichts. Ein Knochen. Ich habe nichts verbrochen. Gib mir nicht dein Knochen. Ich habe nichts gerochen. Lass mir den Knochen. Oh. Oh, oh. Ja, los. Ja, gegen die Wand werfen ist nicht gut. Das hilft dir nicht. Vor allem müssten die dann nicht irgendwann mal keine Muni mehr haben? Ich meine, die haben jetzt keine ewigen Knochenvorräte am Körper, ne? Oder haben die an der Seite so ein Säckchen, wo sie immer ihre Knochen rausholen und sagen, ach ja, gutes Geschoss. Haben wir hier noch Ton, die ich kaputt hauen kann? Was? Aha. Na dann, hat meine Zerstörungswut auch einen Sinn, ne? Ich mag diese kleinen, hübschen Diamanten. Die machen außerdem ein nettes Geräusch. Ja, das macht auch ein nettes Geräusch. Alles, was man so aufnimmt. Ich glaube, das bedient so meine Gier, meine natürliche. Sammeln, sammeln, sammeln. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, oder? Yep, gehen wir mal runter. Wir gehen immer tiefer, oder? Ich will wieder speichern. Das macht mich immer so nervös alles. Fackeln und Kreide brauchen wir bestimmt irgendwann nochmal. Geld, 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 Geld. Was ist das? Aha. Ah. Mann! Die sind so nervig. Interessant, dass mein Schwert die überhaupt verletzen kann. Was macht das jetzt? Aha, das erste geht auf. Und wenn ich den drücke, geht das erste. Und wenn ich jetzt wieder das erste drücke? Haha! Jetzt fehlt mir aber noch ein Knopf, glaube ich. Ah, nee. Nee. Nein. Ich sagte nein. Danke. Bediene diesen Schalter, um die anderen wieder zurückzusetzen. Den dort? Nee, das möchte ich nicht. Ich suche lieber noch einen anderen Schalter. Einer fehlt mir doch noch. Ich sehe nichts, aber ist egal. Ha, Geld. Muss ich also jetzt nochmal die anderen Schalter betätigen? Es sind nur zwei, ne? Oder habe ich jetzt irgendwo einen übersehen? Ich habe erst den, dann wieder den. Drücke ich jetzt nochmal. Einfach nur mal gucken. Ja, der erste geht zu. Drück nochmal. Dann geht es wieder auf. Also muss ich wohl den anderen nochmal drücken. Mhm. Und jetzt nochmal den ersten, würde ich sagen, oder?
Ja, das war jetzt gar nicht so schwer. Also bei zwei Schaltern ist ja auch die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit zu kombinieren nicht so vielfältig. Du kannst ja nicht einen Schalter mal doppelt nehmen. Also muss es ja immer der andere Schalter sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Hier sind doch überall immer Gegner. Ein Schlüssel! Ein Giftungskraut! Ah! Und ein ekliger, dreckiger Mumienzombie. Oh! Ich muss mal wieder... Oh, meine Tränke gehen langsam zur Neige. Ich bin einfach zu schlecht. Was? Ah, da ist ja noch ein Vieh. Sag mir das doch. Das habe ich nicht gesehen. Ach. Hä? Ein Ankh? Ich habe ein Amulett gefunden. Es steht der Name Ankh darauf. Ankh-Morg-Pork. Vielleicht hat es sogar irgendwelche magischen Eigenschaften. Ich denke, ich sollte es tragen. Ja, bitte. Darf ich mal reingucken? Das Ankh-Amulett macht Geister sichtbar. Ich dachte, wir kämpfen schon die ganze Zeit gegen Geister. Oder? Oder nicht? Nein? Oh Mann, ey, ich habe echt keine Magie. Unglaublich. Cool, wir haben ein Amulett. Ein Ankh. Aus Ägypten. In einer Gruft in Steamertown. Ist klar. Typ. Düb, büde, düb, düb, büb, büb. Was? Nein! Was zur Hölle? Geh weg! Kann man mir einer mal erklären, warum mein Spiel sich immer runterstellt? Ich drücke nichts. Und ich finde diese Geister richtig, eklig. Ah. Komm. Yes. Komm, noch zwei, oder? Warum hat der mich getroffen? Komm. Komm ran. Komm ran. Komm, du Kleine. Hey. Da ploppt ein hübscher goldener Schlüssel auf. Wir haben wohl alle erledigt. Was waren das? Banshees? Können Banshees gewesen sein, oder? Banshees. Oder Bamshees. Oh. So. Und nun? Diese Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Diese Tür lässt sich von der anderen Seite öffnen. Bin ich jetzt wieder im... Wo ich vorher war? Aha. Aha, aha. Wofür war jetzt der Schlüssel? Ich sage mal... Lesen. Und das verstehe ich gerade nicht so ganz, aber... Dann speichere ich wieder und suche mal nach der Tür. Ich bin natürlich wieder chronisch verwirrt. Von oben... Nee, von hier bin ich jetzt gekommen. Also muss... Ich habe einen Schlüssel. Wo ist die Tür dazu? Wo? Oh. Da! Ein Glück ist hier nichts so kompliziert, oder? Oma! Hallo, Oma. Darf ich meinen Kopf auf deinen Busen betten? Du hast es geschafft. Ich bin endlich wieder frei. Bitte schön. Und all der Spuk hat ein Ende. Bitte schön. Du bist ein guter Junge. Aha. Verliere nie den Glauben an dich okay. Und deine Fähigkeit. Na gut. Großmutter, warte. Bleib doch hier. Ich habe noch so viele Fragen. Ich möchte meinen Kopf auf deinen Busen betten. Ich kann nicht länger bleiben, mein Liebling. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Nimm diesen Heiltrank von mir. Er heilt schwere Verwundungen. Hab Vertrauen, Melvin. Eine große Aufgabe wartet auf dich. Oder warte, da weiß sie mehr als ich, ne? Tschüss, Oma. Bis dann. Schlaf gut. Und hoffentlich weckt dich keiner mehr. Ach, guck einer an. Haben wir die ganze Nacht in der Krypta verbracht. Sowas Schönes. Macht man doch gerne. Schlafen ist ja auch für, weiß ich nicht, für alte Leute. Ne? So. Können wir jetzt endlich mal unseren Daddy-O... Nee, halt, warte. Wir müssen den Schlüssel vom Schmied abholen und dann können wir in den Sachen von unserem Vater wühlen. Hi. Auf den Friedhof? Heiliger Kolben, da spukt es. Oh. Da bekommt ihr mich erst hin, wenn ich ohnehin schon tot bin. Alles klar. Ich kann helfen. Ich habe ein Schwert.
Spricht er jetzt alle? Also sagen jetzt alle was zum Friedhof? Wenn du etwas suchst, nein, du schaust dich da nicht einfach im... Nein. Gut. War nur der eine. Zufällig den richtigen erwischt. Ach, ein Schlüssel. Gerade bin ich mit dem Schlüssel Na klar. Geworden. Hier, nimm ihn. Übrigens weiß ich zufällig, dass dein Vater ein Tagebuch führt. Vielleicht erfährst du mehr über die Gründe seiner Abwesenheit, wenn du das Tagebuch findest. Will ich das lesen? Das Tagebuch meines eigenen Vaters? Da stehen auch bestimmt auch so Sexgeschichten drin. Die will man doch gar nicht wissen von seinem eigenen Vater. Oder kommen da so Sachen, mein liebes Tagebuch. Heute habe ich an einer Blume gerochen. Das war schön. Morgen gehe ich zu Tumpo. Da hole ich mir einen Topf. Das ist lecker. Mmh. Ich meine, wenn das in der Form ist, dann ist das ja harmlos. Hallo? Hallo? Papa? Mann, hast du hier schön eingerichtet. Wo komme ich denn? Wo muss ich denn? Ach, da. Ich muss erstmal klauen. Ja, erstmal einen Heiltrank nehmen. Und Geld? Papa, Alimente, hallo. Oh, das Tagebuch ist wirklich ganz dezent, ne? Ganz dezent. Dann lesen wir mal das Tagebuch unseres Vaters. Das muss das Tagebuch meines Vaters sein. Ich denke, ich sollte es lesen. Nö. Doch, na klar. 6. Mondzyklus, 14. Tag. Habe einige eigenartige, auf Papierfetzen gekritzelte Runen gefunden. Kann auch von einem Kind gemacht worden sein, aber die waren nicht zu entziffern. Vielleicht eine Botschaft aus der Vergangenheit oder von einem Kind, was sehr kreativ ist? 15. Tag. Habe heute in der Mine einen Riss in der Wand entdeckt. Weiß nicht, woher der kommt. Dahinter scheint eine Art großes Grab verborgen zu sein. Weiß nicht, wer da liegt. Ich konnte Regale aus Stein erahnen, aber nichts Genaues erkennen, weil es dort unten neblig war. Weil unten ist es neblig in Minen. Ich muss da unbedingt nochmal näher ran. Wetter ist in Minen immer ein Problem. Immer dieser Regen und der daraus resultierende Nebel, wenn es wieder aufgehört hat zu regnen. Ach, hör auf. Und der Morgentau. Ha! 16. Tag. Musste heute in der Mine helfen, Sprengladungen anzubringen. Konnte daher leider meine Untersuchung an dem Riss nicht fortsetzen. Das ist ja traurig. 17. Tag. Durch ein Beben wurde die Erde in der Nähe des Kraftwerkes aufgerissen. Das gibt mir die Chance, die Grabkammer zu untersuchen, denn die müssen dort ganz in der Nähe sein. Die? Die Grabkammern. Ah, verstehe. 18. Tag. Habe mit einigen Freunden und dem Bürgermeister gesprochen. Wir werden diese Nacht in geheime Mission in den Krater hinuntersteigen. Wir müssen ohnehin herausfinden, was uns von dort unten in der Zukunft noch weiteres erwartet. Ist das klug? Ist das wirklich klug, das in geheimer Mission zu machen, wenn man weiß, dass Viehzeug da wartet? Weil ich meine, das Beben war ja schon. Und durch das Beben kam Viehzeug. Und nachts sind die sowieso immer noch viel mehr da, wurde uns gesagt. Uns wurde gewarnt, nachts ist es gefährlich. Dann gehen die mit Freunden und dem Bürgermeister. Darunter? Okay. Lassen wir mal so stehen. Das muss das Tagebuch meines Vaters sein. Ja, du bist... Ich denke, ich sollte es... Ja gut, ich weiß es jetzt. Und sagst du da gar nichts zu? Oder kommt jetzt eine Videosequenz? Gibt's einen Quest dazu? Ah, versuche Zugang zum Erdkrater zu erhalten. Na, ich wusste doch. Da fehlt doch was. Na, Schmiedemeister? Ach, Melvin, da bist du ja. Und, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Irgendwelche Neuigkeiten über den Verbleib deines Vaters? Jo. Ja, glücklicherweise habe ich sein Tagebuch gefunden. Auf der letzten Seite erwähnt er einen Erdkrater in Steamertown, aus dem Monster gekommen sein. Weißt du mehr darüber? Wo ist dieser Krater? Gab es den schon immer? So viele Fragen. Ich könnte dir schon erzählen, was ich über die augenblickliche Lage so weiß. Aber ich denke, unser Bürgermeister könnte dir alles viel besser erklären. Wieso? Er kommt ohnehin gerade auf uns zu. Ja. Melvin, ich wünschte, ich hätte es dir schon früher gesagt, aber ich bin derjenige, der deinen Vater und drei weitere in den Erdkrater hinunterschickte. Sie sind auf einer Art geheimer Mission unterwegs. Und trotzdem weiß der Schmied davon? Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Oh, habt ihr das auch gerade alle gespürt? Es ist, als ob ein neues Erdbeben... Ich sehe es sogar. Mein Bildschirm wackelt. Oh! Großer Kessel, das muss das Kraftwerk gewesen sein. Ich muss sofort nach dem Rechten sehen. Warum machst du dich nicht nützlich? Wir können zurzeit jede hilfreiche Hand gebrauchen. Ich mache mich schon die ganze Zeit nützlich, ja? Sei mal nicht so fies.
Übrigens interessant, wie der Schmied und der Bürgermeister keine Namen haben, während alle anderen in diesem Dorf Namen haben. Da haben die sich die Mühe gemacht, die Hersteller, die Macher, und haben den Namen gegeben. Aber die wichtigsten Personen, wie der Bürgermeister und der Schmied, die haben keine Namen. Der könnte ja auch Brummbart der Schmied heißen oder so. Oder Stanislav der Bürgermeister. Keine Ahnung. Hier, der hat auch einen Namen. Garuk. Dem großen Dampfhammer sei Dank. Jemand hat's. Ja, ich war das. Schwein. In Ordnung. Du kannst Steamer Park jetzt betreten. Mann, bin ich glücklich. Ihr wisst, was jetzt kommt. Hui! Folgenende. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.